Live-Sport, guten Abend, liebe Zuschauer. Einmal mehr aus der Squash-Arena hier in Uster. Interclub Herren-Nationalliga A. Heute Abend Begegnung zwischen Pilatus Kriens und Vaduz. Und wie immer bei mir, der Dominik Penkhoff. Dominik, hast du auf den Abend gefreut? Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch von meiner Seite. Ja, selbstverständlich, ich freue mich wie jeden Abend, wenn es wieder heisst, Live-Sport Squash. Und auch heute haben wir wieder eine super Begegnung, die wir Ihnen präsentieren können. Pilatus gegen Vaduz, das ist der dritte gegen den fünfte. Und wir können vielleicht dann nachher noch schauen, was wir würden setzen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich denke, es könnte insgesamt eine enge Angelegenheit geben. Wir können gerade mal die Übersicht anschauen von dieser Begegnung. Pilatus Kriens startet eigentlich in seiner Standardformation. Ja, richtig. Man sieht hier, Patrick Miescher, Benny Fischer, Lukas Burkhardt und Livio Catenazzi. Zwei Sachen, die man sagen kann. Erstens, wie immer wechselt sich auf dem Vieri der Catenazzi und der Tim Miescher ab, den wir ja letzte Woche auch haben gesehen auf dem Nebencourt spielen. Und der Abwesende, der in diesem Team fehlt und natürlich das Team noch um einiges stärker wird machen, ist der Eiko Peter, der immer noch verletzt ist. Wir dürfen gespannt sein, wenn er zurückkommt und wie sich dann das auf das Team auswirkt. Vaduz als Gastmannschaft. Vaduz auf der anderen Seite mit dem Jens Schor, David Bianchetti, Michel Haug und David Meyer. Auch sie sind nicht in absoluter Bestformation antreten. Heute fehlen der Roger Baumann und der Patrick Meyer. Patrick Meyer, der sich noch mit einer Verletzung an der Hand umplagt. Für ihn seine eigenen Brüder. Sein Brüder, der David Meyer. Ganz ein junger Athlet. Premiere feiert, genau, ganz ein junger. Er ist erst 15. Und ja, wir werden sehen, wie er sich heute in seiner Premiere schlägt. Vielleicht ein kurzer Blick auf die Rangliste, dass wir einschätzen können, was uns heute Abend erwartet. Wir haben Pilatus Kriens an dritter Stelle, natürlich jetzt noch mit einem Spiel weniger. Sie könnten wieder auf den zweiten Platz führen kommen mit einem Sieg, also kommen drei Punkte mehr über. Und für Vaduz heisst es eigentlich heute gewinnen und sie würden den Anschluss wieder in die Playoff-Ränge, die vier Ersten sind in den Playoff-Ränge. Arbeiten. Ja, genau, wie du es gesagt hast, die Ausgangslage präsentiert sich sehr spannend vor dem Abschluss von dieser sechsten Runde. Vaduz mit 9 Punkten auf Platz 5, wo schon 3 Punkte Abstand hat, zu Schlieren und natürlich da Punkte muss, um den Anschluss zu behalten, an die Top 4, hast du es gesagt. Auf der anderen Seite Pilatus Kriens, der letzte Woche das erste Mal Punkte liegen lassen hat, eben gegen Schlieren. Und für mich auch eine von der stärkeren Mannschaft in dieser Saison, wird sicher bemüht sein, heute weiter vorzukommen und vielleicht das Zieltal vom zweiten Platz wieder abzulösen. Machen wir einen Sprung auf den ersten Match. Wir übertragen heute Abend zwei Matches. Und zwar ist der erste Match der Patrick Miescher gegen den Jens Schor. Im zweiten Spiel dann der Benjamin Fischer gegen den David Piacetti. Die anderen beiden Spiele sind auf dem Nebenplatz. Da werden wir das Resultat wie immer auch nachreichen. Kommen wir zum ersten Spiel. Sind bereits jetzt auf dem Feld der Patrick Miescher auf der linken Seite in schwarz und der Jens Schor im weiß-schwarz-orange T-Shirt auf der rechten Seite. Die beiden sind jetzt noch ein bisschen am Einspielen. Ja, die werden in wenigen Momenten das Spiel eröffnen. Der Schiedsrichter macht gerade die entsprechende Ansage. Ja, wir werden im Verlauf des Matches vielleicht noch kurz zu den zwei Spielern etwas sagen können. Als Ausgangslage vielleicht die Information: Jens Schor hat die letzten drei Begegnungen allesamt mit 3:0 gewonnen. Er ist ja als Nummer 63 momentan von der Welt. So ist es, ja. Und Patrick Miescher ist Nummer 3 von der Schweiz. Ja, das ist ein interessanter Vergleich, oder? 211 von der Welt für den Patrick Miescher, 63 von der Welt für den Jens Schor. Aber der Patrick Miescher ist 3 von der Schweiz und der Jens Schor ist 3 von Deutschland. Also man sieht da die Relationen. Da ein erstes Let. Wiederholung vom Ballwechsel, genau. Weil der Patrick Miescher an Jens Schor im Weg gestanden ist. Ja, Patrick Miescher muss also zufrieden sein, eigentlich schon fast, wenn er heute einen Satz mal könnte gegen ihn gewinnen. Ja, das kann man glaube ich in dieser Konsequenz schon so sagen. Und mit Blick aufs Resultat, wir wissen, wenn es 2-2 unentschieden steht in diesen vier Begegnungen, dann kommen die Sätze eben zur Geltung und das könnte heute durchaus eine Rolle spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das unentschieden sehen. Wir haben bereits 1:0 für den Jens Schor.
der für Vaduz spielt. Muss ich da über die Rückwand befreien. Jetzt aber doch um den Druck ist und der Ballwechsel abbricht, nach einem Led fragt und das vom Schiedsrichter eben kommt. Ist eigentlich nicht in einer günstigen Lage gewesen. Also dort das Led verlangen ist sehr, sehr clever. Ja, ist sicher, smart gewesen, aber hat natürlich auch gespürt, dass der Miescher den Schritt in seine Ecke schon gemacht hat und hat auch kein Risiko will eingehen und von dem her absolut die richtige Entscheidung, wenn er sich nicht sicher ist, dass er den Ballwechsel unterbricht. Das wäre der zweite Punkt für den Jens Schor. Ja, es fällt auf, Jens Schor hat das Spiel jetzt am Anfang in der frühen Phase unter Kontrolle, schaut und probiert sehr diszipliniert und kontrolliert das Ganze anzugehen. Dominanz zu erstellen in der Mitte des Platz, im sogenannten T. Und man sieht, wie der Miescher da eindeutig mehr muss laufen, immer am Reagieren ist. Sehr schön gesehen, wie der Miescher immer ein, zwei Schritte mehr aus der Mitte vom Platz raus muss laufen als der Schor, der häufig mit einem Schritt aus dem Tee den Ball spielen kann. Aber Miescher spielt gleich gut mit. Schön gemacht, hat jetzt einen schönen Ball. Das sind genau die Gelegenheiten, die er wahrnehmen muss. Im Ballwechsel bleiben. Wir haben ihn ja letzte Woche schon gesehen und dort hat er mich eigentlich eher verhalten dunk gegen einen starken Gegner. Ja, es war auch ein sehr spezielles Spiel gewesen, mit sehr, sage ich mal, speziellen Satzresultaten. Ja, genau. Auch ein Gegner, der nicht ganz einfach war, um sich darauf einzustellen. Da kann heute... der Patrick Miescher sogar ausgleichen zum 2-2. Ja, das wird heute ein bisschen anders ausgesehen. Ja. Aber selbstverständlich, Miescher auch da sicher nicht Favorit. Wir haben es gehört, die Resultate der letzten Begegnungen sprechen deutliche Sprache. Miescher sagt da, was soll das? Kann doch den Ball spielen. Was auch auffällt im Vergleich zu letzten Woche, obwohl Parallelen... Oh, da kommt ein Fehler von Jens Schor. Patrick Miescher geht sogar das erste Mal jetzt in Führung. Ja. 3 Punkte hintereinander. Jetzt sind wir gespannt auf eine Reaktion. Ja, und trotzdem, der Punkt fällt nicht ganz so schnell wie letzte Woche, wo wir ja sehr schnelle Sätze und auch schnelle Punkte haben, zeitweise gewisse Durchgänge. Das Tempo wieder ein bisschen erhöht worden vom Schor jetzt in dem Moment. Das gibt es Ball an. Oh. Ah, der Glück gibt nur ein Lettball, also eine Wiederholung vom Punkt. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du kannst ruhig zu dem stehen, wo du sagst. Ja, der Schiedsrichter schaut das natürlich nach, ich muss da aufpassen. Nein, ist klar. Du kannst keine Verwarnung bekommen. Das stimmt. An dieser Stelle der Hinweis natürlich auch heute wieder. Der Schiedsrichter vor dem Center Court, Sven Wiedmann. Wo sicher die ein oder andere interessante Entscheidung wird treffen heute und müssen treffen. Jetzt sieht man oben durch mit dem roten T-Shirt. Miescher geht mit 4-2 in Führung. Oh, schlechter Ball von Miescher. Sehr hoch gewesen, gibt dem Schor viel Zeit. Ist gerade wieder unter Druck. Oh, schön gemacht vom Schor. Der Ball richtig im Nick rein. Nick. Versprungen sozusagen. Das Nick, der Winkel zwischen Boden und Seitenwand. Wenn der Ball dort reintrifft in den 90 Grad Winkel, dann rollt er. Das ist automatisch ein Punkt. Da läuft er zu früh. Ja, geschickt gewartet vom Schor. Da sieht man seine Erfahrung. Er sieht, dass der Ball durch die Mitte kommt und nimmt sich Zeit, wo er das Recht hat dazu. Spielstand ausgeglichen, jetzt wieder 4-4.
Aber wir sehen attraktive Ballwechsel. Ja, sehr ausgeglichen im Moment. Ach, schön gemacht vom Mischer. Oder der Ball. Das ist eine typische Art hinterhebelt und auch einen kurzen Nick trifft. In der Mitte vom Platz. Da fischt er nach Hause. Ja, mir gefällt er sehr gut heute. Er bewegt sich sehr gut, sehr rund. Und hat auch gute Präzision. Ja, bislang. Ja, den Ball holt er noch, das wird jetzt ganz schwierig. Oh, schlechter Ball vom Schor. Mir ist wieder ein bisschen besser. Ja, das sind jetzt zwei schlechte, nicht optimale Schläge gewesen. Am Schluss der Schor kann den Schläger eigentlich nur noch anheben und den Punkt machen. Spielstand 5 beide. Aufschlag Jens Schor. Ball verspringt, schön gemacht von Mischer. Ja, das ist jetzt ein Konzentrationsfehler, der ihm vielleicht nachher noch wehtut nach dem Satz. Ist eigentlich dort beim Ball. Der Ball hat zwar eine gewisse Breite, das heisst, er ist näher an der Wand, aber im Normalfall spielt er den ohne Problem. Er ist aber immer noch dabei. 6-5 für den Jens Schor. Ja, da ist gemacht vom Schor. Patrick Mierscher gerade in die falsche Richtung gelaufen. Ja, klassisches Stellungsspiel. Er hat Position, der Ball kommt ein bisschen kurz. Er nimmt sich den Raum, den er darf nehmen, er nimmt sich Zeit, Platz. Dann wird es schwieriger. Oh, schöne Länge! Mierscher, der den Court perfekt ausmisst. Keine Chance, den Ball noch zurückzubringen für den Schor. Beide Spieler zu diesem Zeitpunkt jetzt schon sehr schöne Schlagkombinationen an den Tag gelegt. Auch schon einige Winner geschlagen. Mischer geht wieder sehr schnell und früh auf den Ball. Oh, ja, meine Herrschaft! Mischer ganz anders wie letzte Woche. Leck, Bobby, das war ja ein unglaublicher Winner gewesen, einmal mehr. Ein fantastischer Satz bislang von Patrick Mischer. Holt den Ball auch noch, jetzt Schor vor mit der Penalty. Geht noch mal lang. Mischer befreit sich wieder, perfekt. Ist jetzt selber am Drücken. Schöner Ballwechsel, ganz ein wichtiger. 7 Byte, Big Point. Mischer kämpft, bleibt im Ballwechsel. Schlechter Ball vom Schor. Aber Mischer hat nichts daraus machen können. Und da kommt und der Fehler vom Schor. Der erste Big Point an Punkt, geht an Patrick Mischer. Noch ist alles offen, natürlich. Es geht auf 11. Aber die sind schon nicht so sicher, wie man ihn sonst kennt. Ja, ich meine, wir haben auch schon ein TV-Spiel übertragen zwischen den beiden. Und ich mag mich erinnern, es war sehr klare Angelegenheit. Scheiß bei diesen Spielen. Und da steht er voll im Weg zum weiteren Punkt zu Mischer. Der Punkt geht direkt an Patrick Mierscher, weil er der Jens Schor immer so im Weg gestanden ist, dass er hätte. Genau, und hat auch einen einbringenden Schlag. Er hätte einen anbringen können. Und aufs Mal, Jens Schor. Unter Druck. Und gerade nochmal einen schönen Ball. Einmal mehr. Einmal. 3 Satzbälle für den Mierscher. Mierscher strotzt vor Selbstvertrauen. Schor, der am Anfang sehr souverän gewirkt hat, doch jetzt mit ein paar Unsicherheiten und Mischer profitiert. Jetzt ist die Frage, kann er den Satz zumachen? Oh, das schön gemacht, schönes das Taxi so genannt vom Jens Schor, wo da den Mischer in die falsche Ecke schickt. 2 Satzball verbleiben. 10-8. Aufschlag Jens Schor.
Ja, jetzt kribbelt es natürlich beim Patrick Miescher auch, oder? Ja, wenn er weiss, jetzt kann ich das erste Mal einen Satz gegen ihn gewinnen. Bis jetzt habe ich keinen Brock gehabt. Und jetzt spiele ich gut, ich fühle mich gut, trifft den Ball anständig. Ah, Pech das mal. Da springt der Ball so zum Ecken aus, dass er in meinem Weg steht und direkt einen Punkt überkommt zum 10-9. Zwei Satzball abgewehrt. Schor hat also können aufholen. Braucht es noch einen Punkt, um sich ins Tiebreak zu retten. Das passt. Genau so. Fantastischer Abschluss. Stinkfrech. Miescher greift alles oder nichts. Der erste Satz geht überraschenderweise mit 11-9 an Patrick Miescher. Ja, absolut eine Überraschung. Und wahrscheinlich der beste Satz, den ich von Miescher gesehen habe in dieser Saison. Definitiv und vielleicht auch über längere Zeit. Also ich meine, Jens Schor, muss man gleich nochmal sagen, ist Nummer 63 von der Welt. Richtig. Und seines Zeichens Profi, hat einen Achtungserfolg, einen sehr grossen Achtungserfolg können feiern an den vergangenen Weltmeisterschaften im letzten Monat, wo er als Qualifikant gestartet ist, beide Quali-Runden geschafft hat und dann und im Hauptfeld in der ersten Runde Spiel auch noch einen richtigen Brocken hat können bodigen, und zwar der Ryan Kaskeli von Australien, seines Zeichens Weltnummer 43. Die Runde hat er gewonnen. In der zweiten Runde ist er dann nicht mehr so erfolgreich gewesen, aber trotzdem, also ein erster Rundensieg in einer Weltmeisterschaft, das ist schon eine Hausnummer. Und der Patrick Miescher hat dem Jens Schor jetzt gerade einen Satz abgenommen. Wir sind überrascht. Wir sind überrascht, aber es ist ein fantastisches Spiel zum Zuschauen und wir freuen uns. Für uns natürlich, wir sind meistens ja so, meistens David Goliath sind wir natürlich für den David. Von dort her, ja, darf es so weitergehen? Nein, es wird sehr spannend sein, zu sehen, jetzt, wie der Schor reagiert. Er hat natürlich das anders vorgehabt. Wird sich auch bewusst sein, dass es nicht eingeplant war, dass er einen Satz abgibt. Man sieht da, wie der Coach David Bianchetti, den wir nachher auch noch werden, auf dem Chor sehen, seinen Schützling ja, ein bisschen intensiv bearbeiten und sagt, was Sache ist. So geht es nicht. Ich glaube, da werden wir jetzt definitiv eine Reaktion sehen. Der Schor wird das Tempo mutmaßlich verschärfen. Der Druck auf der anderen Seite, selbst Jens Schor weiss auch selber, was das gelegen hat. Ja, er hat ja eigentlich den Satz relativ lang unter Kontrolle gehabt. Es war eine ausgeglichene Geschichte bis sie beide. Und dann hat der Meister zwei fantastische Winner und einen Fehler können provozieren. Also, so viel falsch hat er nicht gemacht. Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Miescher mit dieser Leistung den Schor geweckt hat. Und, jetzt und eventuell der Satz ganz wichtig wird in der Schlussabrechnung. Genau, wir werden sehen, was das noch für Konsequenzen hat. Schor startet erfolgreich in den zweiten Durchgang. Dem ersten Punkt. Ja, der Schor ist ja 2015 rankingmäßig auf seinem Höhepunkt gewesen. Ja, fantastisch, eines mehr. Von Miescher, der da eine grosse Variabilität einbaut in seinem Frontgame. Das allerdings mindestens so abklärt gut. Und von Können, oder zeigt er, dass es Können, der Jens Schor. Beide starten wieder mit Winner in den nächsten Satz. Was hast du das Gefühl, Patrick Miescher könnte irgendwann auch die Luft ausgehen, konditionell? Das ist durchaus möglich. Im Moment ja, schafft er schon ein bisschen mehr im ersten Satz auch, vor allem in der Phase, wo es noch ausgeglichen war. Aber grundsätzlich, der Extraaufwand, wenn sich das in Grenzen hält, kann er das auch über ein paar Sätze hinweg problemlos gehen. Man muss nicht vergessen, wenn es erfolgreich ist, dann hat man auch Adrenalin, das einen da trägt. So wie jetzt. Erfolgreich zum 2-3. Ich kann man jetzt schon konstatieren, die grosse Reaktion oder ein anderes Auftreten im Spielstil vom Schor ist bis jetzt nicht auszumachen gewesen.
Mir ist er akzeptiert, das Ballon ohne aufzumurren. Er ist sowieso immer sehr ruhig. Immer sehr ausgeglichen. Man sieht ihn ganz selten irgendeine Entscheidung ausdiskutieren. Eben, man sieht mal, vielleicht, dass er einverstanden ist, aber... Hat auf jeden Fall reagiert und es steht bereits 3 zu 4. Was mich immer noch beeindruckt, ich habe das Gefühl, der Miescher ist extrem flink auf der Beine. Eindeutige riesige Steigerung gegenüber letzter Woche. Ich weiß nicht, ob er müde war oder ob heute einfach ein fantastischer Tag hat, aber seine Beinarbeit beeindruckt mich ziemlich. 5 zu 3, jetzt ein wichtiger Ball, ob der Jens Schorer kann davon ziehen kann. Der Ball war zu tief, tatsächlich 6 zu 3. Ja, eine erste Zäsur in diesem Satz, 3-Punkte-Führung. Schor kann er jetzt da profitieren. Fantastisch gemacht. Muss man an dieser Stelle natürlich auch sagen. Konsequent zu Ende gespielt. Wird der Satz doch relativ klar. Beherrscht von Jens Schor. Ah, oh, einer ist mehr schön gemacht. Ein bisschen verzögert, den Ball gehalten und dann noch Crosscourt über das Kreuz. Miester auf dem falschen Fuß verwischt. Ja, Miester jetzt zunehmend auch ein bisschen ungenau, hat jetzt doch einige Fehler. Gibt der Satz, glaube ich, auch weg. Ja, vom Konzentration lässt nach. Probiert sich wieder auf den nächsten Satz wieder aufzubauen. Möglicherweise. Das gibt einen Leppball, also Wiederholung. Der Billettball wird vom gleichen Feld aufgeschlagen, wo vorher schon der Ballwechsel eröffnet worden ist. Oh. Oh, und der sehr schön gehört, bei der Schor, ist der Ball gegangen. Ein zum Schlag. 10 zu 3, 7 Satzbäll. Das ist eigentlich eher das Resultat, das wir uns jetzt vorgestellt haben. Ja, ist von der Deutlichkeit sehr her. Sehr deutlich jetzt. Aber er schlägt nur auf zum Satzausgleich. Der Ball ist nicht der ist regulär gespielt worden. Und da haben wir einen Ausgleich. Der Satzausgleich zum 1 zu 1 in den Satz. Die Spieler gehen jetzt in Pause und wir kommen auch zurück nach der Werbung. Ja, wir sind wieder zurück zum dritten Satz. Wir haben 1 zu 1 in den Satz zwischen dem Patrick Miescher und dem Jens Schor. Patrick Miescher für Pilatus Kriens und Jens Schor für Vaduz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, haben Sie eine kleine Überraschung gehabt. Der erste Satz ist mit 11 zu 9 an Patrick Miescher gegangen, dann hat der Jens Schor ausgleichen und er hat in dem Moment den dritten Satz eröffnet. Die Frage ist jetzt natürlich, kann der Miescher nochmal an die phänomenale Leistung von dem ersten Satz anknüpfen. Oh. Ja, das könnte eins geben. Unsicherheit vom Schor, der Ball verspringt ihm und es gibt folgerichtig ein Ballon für den Miescher. Eins beide. Hätte den Ball nicht mehr schlagen können, ohne den Gegner zu treffen. Jetzt genau andersrum. Es kommt zur Behinderung im vorderen, in der vorderen Ecke und das mal das Ballon an Schor. Schön gemacht, als Halbvolley gespielt.
stark. Ja, ich habe das Gefühl, der Patrick Mierscher wagt nicht mehr ganz so viel. Ja, er hat doch ein bisschen den Faden jetzt verloren. Jens Schor wirkt wieder ein bisschen dominanter. Oder kann er nicht mehr so viel wagen, weil der Jens Schor aufgeredet hat? Das ist immer die Frage, wer lässt zu und wer macht mehr, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Jens Schor dermaßen stark aufgetragen hat, dass Mierscher das jetzt verunmöglicht würde, nochmal so aufzuspielen. Aber selbstverständlich, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Im Normalfall oder laut Ranking stärkere Spieler ist der Schor. Der war tief. 2 zu 3. Der war noch knapp Call von mir. Ich kann auch mal reagieren. Spieler bleibt im Ballwechsel. Aber muss jetzt doch immer wieder. Oh, ein Geschenk! Hat sich's gelohnt für den Patrick Mierscher. Ja, das ist mental teilweise sehr viel wert. Mierscher, der jetzt doch wieder einigermaßen kann mitheben in dem Satz, zumindest zu Beginn. Und viel muss investieren, viel muss laufen. Da kommen so Geschenke vom Gegner sehr gelegen. Oh, schön gemacht. Und da bringt der Ball nicht mehr zum Ecken aus. Der Ball ist, wie man so schön sagt, hinten versucht, war hier. In diesem Satz das erste Mal in Führung mit 4 zu 3. Jetzt haben wir sehr schön gesehen, wie der Schor Effort unternommen hat, um den Ball noch zu spielen. Genau das muss er machen, das muss man sehen vom Schiedsrichter. Oh, schön! Extrem anspruchsvoll physisch der Ballwechsel. Oh, der Ball ist gut, schön befreit vom Schor. Gerade nochmal ein. Definitiv Ballwechsel vom Spiel. Mit einem besseren Ende vom Schor. Fantastischer Ballwechsel. Ja, wir haben im ersten Satz auch einen gesehen. Ja, aber also, das ist jetzt so intensiv und im dritten Satz definitiv auch wichtig, auch für das Mentale vom Spieler, dass er so einen Ballwechsel gewinnen kann. Das hat Mierscher definitiv Kraft gekostet. Probiert da, Patrick Mierscher. Als hätte er uns gehört voran, er wagt wieder mehr. Vielleicht sollten wir uns doch als Coach probieren, meinst du? Ja, ich würde dich coachen. Da kann ich ja nur gewinnen. Wieso würde man so tief vorne starten? Ja, das wäre deine Aufgabe, das festzulegen als Coach. Ah, schade. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Ein bisschen zu wenig durch den Ball durchgegangen. Der Schläger vielleicht ein bisschen. Ich bewundere immer wieder das Nervenkostüm, das der Patrick Mierscher hat. Es ist undurchdringlich. Ein anderer hätte jetzt irgendwann schon mal Killer vorgeschmissen, wenn er so blöd den Ball verschlägt. Aber ihm. So, ja, jetzt ist es nicht gut gewesen. So die Reaktion. Ja, und es ist als Gegner auch nicht. Immer so angenehm, wenn du einen Spieler hast, der einfach keine Regung zeigt, weder im Positiven noch im Negativen. Jetzt einen guten Ball gewonnen, nicht einmal einen Faust oder irgendwie so. Er ist sehr ausgeglichen, das ist ein Typ. Und ich muss sagen, Jens Schor auch heute sehr zurückhaltend eigentlich. Hat sich auch nicht gross aufgeregt. Dann werden wir in unserem zweiten Spiel dann ein bisschen andere Charaktere haben. Liebe Zuschauer, ja. Bleiben Sie dran. Du redest von Benny Fischer, ich weiss. Ja. Auslagwechsel 7 zu 5. 7 zu 5. Kleiner Big Point jetzt. Ja, dritter Satz selbstverständlich. Sehr entscheidend bei einer Ausgangslage von 1. Beide.
kommt eine Wiederholung. Kommt nur eine Wiederholung über. Das ist ein absoluter Standard-Lead-Beinspieler. Und das schon gewusst, bevor der Schiedsrichter bekannt gegeben, dass der Ballwechsel wiederholt wird. Oh. Ein bisschen los, der Ball. Da verlangt er ein Led. Ja, bekommt es. Kritischer Blick vom Schor. Sicher ein Grenzfall gewesen, aber... Der Schor hat nicht das Ball anwählen, oder? nein, der Schor hat gefunden, Moment, bist du sicher, dass er den noch erreicht hätte? Darum, ich glaube, er hätte ihn. Der fragende Blick. Jetzt Mischer. Eher wieder ein bisschen mit Luft, ein bisschen mehr Zeit, auch wieder mehr Spielanteil und verbringt wieder mehr Zeit auf dem Tee. Oh, fantastisch! Ich habe den Ball gut gesehen. Der Schiedsrichter sieht alles gut. Das war ein absoluter Top-Ball gewesen. Unter höchem Druck erreicht er den Ball. Mit unserer Kameraeinstellung haben wir das sehr gut gesehen. Oh, jetzt aber Schiedsrichter. Mir ist schon nicht einverstanden, ja, kann ich da nachvollziehen. Schiedsrichter sagt, der Pickup, also der Ball, den der Miescher gespielt hat, der sei gut gewesen, nicht zweimal, aber er hat den Ball nachher nicht gesehen. Ich kann nicht beurteilen, ob er gut war, also über dem unteren Lädli. Darum wird der Ballwechsel wiederholt. Harte Entscheidung für den Miescher. Mal schauen, wie er das wegstecken kann. Ja. Da, jetzt hat er sich doch ein bisschen geärgert. Ja, das ist verständlich. Statt 6, 7, 8, 5. Wie ich gesagt habe. Big Point zugunsten vom Schor. Aber natürlich noch nicht verloren. Ersatz immer noch. Ja, jetzt gut, jetzt wieder. Wird sehr schwierig. 9 zu 5. Ja, der Punkt hat ihn, glaube ich, ein bisschen gebrochen. Weil ich glaube, er ist wirklich so vorgestanden, dass er gesehen hat, was passiert ist. Und ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass dieser Punkt eigentlich über dem Lädchen war. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Wir müssen die Wiederholung vielleicht nochmal anschauen. Man muss natürlich sagen, dass der Schiedsrichter manchmal wirklich nicht optimale Sicht hat. Aber, ja, der Patrick Misch ist ihm natürlich genau davor gestanden. Ja, ja. Aber es ist natürlich für seiner Sicht schon hart, wenn das wirklich... Ich habe das Gefühl, der Ball ist gut gewesen, dann ist es natürlich... 5-Satz-Ball zum 2-1 in den Satz. Nichtsdestotrotz kann man damit natürlich nicht eine Punktreihenfolge vom Gegner erklären, die dann über 3-4 Punkte nachher noch weitergeht. Das geht nicht. Und Schiedsrichterentscheid muss man akzeptieren. Richtig, selbstverständlich. Was er nicht schräg gemacht hat. Und dann geht es tief. Und in dem Moment. 11 zu 5. Der dritte Satz muss abgeben. Jetzt haben wir doch zwei Sätze hintereinander mit 3 zu 11 und 5 zu 11. Das Standardresultat, das wir uns eigentlich vorgestellt haben? Ja, ich habe noch kurz in der Statistik ein bisschen nachgeschaut und widerlegen uns jetzt mal noch kurz, wo wir gesagt haben, dass wir eine deutliche Angelegenheit erwartet haben. Das schon, von den Sätzen her 3 zu 0. Aber ich habe die letzten zwei Begegnungen mal hervorgekramt und da haben wir zum Beispiel ein 9-11 im ersten Satz für die Enschor und in einer anderen Begegnung ein 11-9 und ein 12-10 für die Enschor. Also mir okay. Ist doch schon mal dran gewesen, aber einen Satz gewonnen hat er nie. Bis auf heute. Bis auf heute. Ich habe das Gefühl, im zweiten Satz kann man sicher sagen, ist auch so verdient gewesen, hat schon mehr gemacht fürs Spiel. Miescher hat sich abhängen lassen. Jetzt in diesem Satz würde ich sagen, ist das Resultat doch brutaler als das Spiel vermuten lässt, wenn man es gesehen hat. Eben bis 5 beide, sehr ist intensive, ausgeglichene Ballwechsel ja. Und dann plötzlich ist und der Ball gerissen. Und dann ist der Ball mit dem 7. Entweder 7-6 oder 8-5. Ja. Er hat schon gemeint, er Regen im Sack gehabt, aber hat ihn wieder weggeben. Ja, und Schor hat dann den Schwung mitnehmen und durchziehen. Jetzt steht es 2-1. Da sehen wir das Kostball, das Spielgerät, das die beiden Spieler heute beschäftigt. Wo ja auf dem Glascourt anders als auf dem normalen Platz weiss ist und nicht schwarz. Das aufgrund der besseren Sichtverhältnisse. Die man damit hat. Ich habe da gerade das Resultat bekommen vom ersten Spiel auf dem Nebenplatz. Da ist auch eine kleine Überraschung passiert, auch im ersten Satz.
Der Lukas Burkhardt verliert für Kriens gegen den Michel Haug auch den ersten Satz. Also damit wäre das wieder ein Satzausgleich. Das ist Ausgleich, was man sagen ja. Interessant. Aber Burkhardt gönnt dann doch 3-1. Und zwar gönnt er das mit 5-11, 11-7, 11-4 und 11-5. Wir notieren also den ersten 3-1 Erfolg für Pilatus und widmen uns jetzt wieder dem Hauptspiel, dem TV-Spiel da auf dem Center Court, wo der Jens Schor im vierten Umgang mit 2-0 in Führung geht. Ballwechsel wird wiederholt. Zuerst ein sehr schöner aus dem Handgelenk gespielten Stoppball vom Schor und dann Miescher, der aber den Ball nicht über die Latte bringt. Da verlangt er wieder ein Led. Kommt sogar ein Ball an über. Von einem Spieler kommentarlos akzeptiert wurde. 4-0. Ja, und Schor setzt seine Punkte sind fort. 5-0, ja. Jetzt verliert er schon mal. Ja, verständlich. Das ist natürlich frustrierend. Wenn man merkt, dass man so gut war, ja, dran ist. Und es zeigt halt auch auf, dass Miescher wahrscheinlich schon an seinem Limit spielt. Nicht mehr viel besser kann spielen als in dem ersten Satz. Und der Schor auf der anderen Seite wahrscheinlich schon noch könnte ja, der sagen wir auch schon besser gespielt hat. Und dann ist natürlich die Marge relativ klein, wenn der Miescher ein bisschen abbaut. Dann kann es plötzlich viel deutlicher aussehen, als es vorher war. Und dann geht es tief und damit der erste Punkt für den Patrick Miescher in diesem Satz zum 1-5. Ein weiterer Fehler. Es ist doch sehr einfach für den Jens Schor, da zu Punkt zu kommen. Aber das Ball vom Schor. Miescher erneut mit der Chance. Schöner Stoppball. Ja, Schor kann er immer erreichen. Der zweite Punkt für den Miescher ist Tatsache. Die Frage ist, wird ihm noch etwas bringen? In der Abendabrechnung wird unter Umständen jeder Punkt zählen. Das stimmt. Und, Bei Matchgleichheit und Satzgleichheit, wir haben 4 Spiele, also wenn jede Mannschaft 2 Spiele gönnt, dann zählen die Sätze. Wenn die auch gleich sind, wo wir jetzt eigentlich darauf hinsteuern, dann zählen nachher die einzelnen Punkte. Oh, schön gemacht vom Schor, wo der Ball aggressiv und schnell Longline zurückgespielt. Zwei. 7-2 aus Sicht von Jens Schor. Da verlangt er ein Led. Und der Schiedsrichter sagt, du hättest schon längstens können spielen. Es hat vielleicht eine Berührung stattgefunden, aber du bist den Kontakt durch den Kontakt durch und hättest noch eine freie Bahn gehabt. Das tut dem Patrick Miescher gut. Mutiger Entscheid, aber habe ich jetzt auch so gesehen. Das sehe ich als vertretbar an. Ah, schön gemacht von Miescher, der jetzt nochmal angreifen kann. Wieder Crosscourt geht, ein bisschen kurz ist und das Momentum droht zu kippen. Für mich immer noch etwas von dem oder etwas vom Faszinierendsten beim Squash-Sport, wie schnell das Momentum kann kippen kann. Der Spieler kann am Angreifen sein, so wie jetzt, einen schlechten Ball spielen und dann ist plötzlich bereit, den Gegner wieder am Drücken.
der Miescher. Wow, oh, schöner Ball. Sich da befreit. Was für ein Ballwechsel. Ja, Miescher hat sich noch nicht abgeschrieben. Er spürt, vielleicht kann ich da noch etwas ausrichten. Geduldig bleiben, meine Chancen wahrnehmen. Wer weiß. Doch aber, 3 Punkte hintereinander bekommen. Ja. Es ist möglich, aber es ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite der Schor. Gegen einen stärkeren Spieler noch hinten rein aufholen, das ist. Aber er hat natürlich sein Erfolgserlebnis vom ersten Satz, den ihn sicher noch trägt, auch in dem Moment. Bin ich sicher. Oh, und Geschenk vom Schor. Ein Geschenk, dazu mit 5 zu 7. Ja, haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, dass der Miescher eigentlich schon vom Ballwechsel draußen ist. Nochmal den Effort leistet, trotzdem der Ball erlauft und der Schor dann einen einfachen Ball zu tief setzt. Ich glaube, Schor muss. Boah, so, macht jetzt aber einen souverän. Starker Winner. 8 zu 5. Stellt die 3-Punkte-Führung wieder her. Das wird eine Wiederholung geben. Klassische Behinderung, Kontakt, der stattgefunden hat. Ballwechsel wird wiederholt. 8 zu 5. Auch ein Indiz dafür, dass jetzt nochmal so eine entscheidende Phase abgebrochen ist. Es ist eng, man will den Ball nicht spielen, wenn man nicht wirklich unbehindert den Schlag kann auslösen kann. Oh, so schön an der Wand. Der Ball so tight, so eng an der Wand, dass es nicht möglich ist für den Schor, da nochmal den Ball zurückzuspielen. 6 zu 8, verkürzt nochmal. Ja, der Ball wieder tight. Oh, schön gespielt und gerade nochmal. Eine schöne Stopp-Serie. Was für eine Kamera ist der? Der ist zu hoch oben gewesen. Ausgeben. Der ist zu hoch oben gewesen. Wir haben 7 zu 8. 7 zu 8. Fantastisch gespielt von beiden Spielern. Spannung wieder zurück in diesem Satz. Ja, ein Punkt fällt zum Ausgleich. Patrick Miescher ist hüttstark. Spürt da gar vielleicht noch etwas? Schon reklamiert da kurz während dem Ballwechsel. Der Ball war doch nicht mehr gut gewesen. Ja. Kann sich natürlich jetzt aber da keine Auszeit nehmen und nichts erlauben. Muss konzentriert dranbleiben. Oh! Big point! Möglicherweise entscheidend. Der Ballwechsel. 9 zu 7. Am Jens Schor fehlen noch 2 Punkte. Miescher mit dem Ausgleich auf dem Schläger, aber es steht 9 zu 7. Da verlangt er ein Lied. Vierte Wiederholung geben. Ball, kein, gibt keinen Punkt, einfach ein Spiel, ein Punkt Wiederholung. Ja, extrem spannende Phase jetzt zu dem Zeitpunkt vom Spiel. Ich würde unglaublich gerne den 5. Satz sehen, aber schon doch jetzt mit 2 Punkte Vorsprung und Vorteil. Miescher jetzt mit der Chance. Oh, holt den Punkt. Holt den Punkt. Spielt 8 raus. Zu 9. Kann er mal verkürzen. Oh, das wäre Geschichte. 5. Satz, das wäre grandios. Natürlich auch für Sie, liebe Zuschauer, also, Zuschauer zuhause. Aus dem Gesicht von Patrick Miescher. Ja, aus dem Gesicht vom neutralen Zuschauer natürlich. Nein, der Jens Schor will natürlich da jetzt zumachen. Ich gehe kurz und... Ah, das ist natürlich klasse für sich. 2 Matchball. Spürt da den Druck und geht da voll Risiko, trifft den Ball optimal, macht den Punkt und sichert sich 2 Matchball.
Kann der Patrick mir schon den ersten Satz Matchball abwehren? Ist schon wieder fest unter Druck. Kann sich jetzt noch befreien, das wird auch schwierig. Holt den Ball noch raus. Muss einmal mehr, wird ein Hechtsprung anlegen, aber der Ball ist zweimal gewesen. Und damit wäre das Spiel entschieden. Und das Spiel ist vorbei, ein hochstehendes Top-Spiel. Der dritte Satz mit 11 zu 8 geht an Jens Schor. Das ist, haben wir nicht erwartet in diesem Mass. Nein, also wir haben gewusst, dass es zwei Top-Spieler sind, die sich heute duellieren. Aber dass es so eng wird und vor allem derart unterhaltsam, hätte ich nicht gedacht. Und ja, macht Lust auf mehr. Wir schauen, wie es im nächsten Match wieder aussieht. Wir gehen in die Werbung und nach der Werbung werden wir mit dem Mann ein Interview haben, mit dem grossen Loch in den Socken. Du wirst ihn fragen, was das genau bedeutet hat. So. Ja, bei mir ist jetzt der Jens Schor aus Vaduz, der den Match für sich entscheiden konnte. Wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch, um uns besser verstehen zu können. Jens, herzliche Gratulation. War ein anstrengendes Stück Arbeit. Hat sehr gut gespielt, fand ich, den ersten Satz vor allem. Warst du überrascht da, als du den ersten Satz verloren hast? Ja, überrascht nicht wirklich. Ich weiß, dass Patrick sehr gut spielen kann, sehr starker Spieler ist. Und auf dem Court hier fühlt er sich sehr wohl. Wir haben auch letztes Jahr hier gespielt, da hat er auch den ersten Satz gewonnen. Also ich wusste schon, was auf mich zukommt, aber wie gesagt, ist halt nicht immer, wie man so schön sagt, ein Walk in the Park, ne? Ja, ein Walk in the Park war es nicht, aber trotzdem am Schluss ein wichtiger 3-1-Sieg für dein Team. Erklär uns noch kurz, wir hatten ab und zu das Gefühl, dass du ein bisschen Mühe hast, dich zu bewegen und auch deine Shots nicht ganz so präzise setzen konntest. Ist es eine so große Umstellung, hier auf diesem Court zu spielen? Ja, ist nicht, vielleicht nicht unbedingt der Court. Also Glascourt zu spielen ist jetzt für uns auch nicht jeden Tag angesagt. Ist schon was Besonderes, das auf jeden Fall. Warum ich meine Shots nicht so gut setzen konnte, ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass Patrick sehr gut gespielt hat. Und wenn dir der Gegner nicht unbedingt die Möglichkeiten gibt, deine Shots aus dem Stehen zu platzieren, dann ist es halt schwierig. Hinzu kommt vielleicht noch ein bisschen, dass ich auch immer 3 bis 4 Stunden hierher fahren muss von mir zu Hause. Und ich weiß nicht, jeder, der schon mal 3-4 Stunden im Auto gesessen hat und danach rausgeht, da kann man auch so viel Pause machen, wie man will zwischendurch. Da fühlt man sich nicht mehr unbedingt ganz so frisch. Definitiv. Jetzt noch eine kurze Anekdote zu dem nächsten Spiel, wo ja Davide Banchetti, dein Teamkollege und gleichzeitig Coach, spielt. Wir haben in der Pause gesehen, wie er dich gecoacht hat. Jetzt das andere Bild, werden wir wahrscheinlich dich sehen, wie du ihn coachst. Was willst du ihm sagen jetzt oder was hast du ihm gesagt vor dem Spiel gegen Benjamin Fischer? Bis jetzt noch gar nichts. Ich werde ihm gleich in der Pause das Gleiche sagen, wie er gerade eben mir gesagt hat. Es wäre gut, wenn er gewinnen kann. Wenn er so spielen kann, wie er immer im Training spricht, wenn wir zusammen trainieren und das alles umsetzen kann, sollte das eigentlich kein Problem werden. Verrätst du noch, was er dir gesagt hat in der Satzpause? Kann ich gerne machen. Er hat halt gesagt, dass ich das Spiel kontrollieren soll, dass ich die Mitte dominieren muss und Patrick halt nicht das Spiel machen lassen darf. Was ja auch zum Schluss ab dem zweiten Satz dann ganz gut geklappt hat. Patrick war dann auch noch zusätzlich im letzten Satz einen schlechten Start erwischt, ein bisschen raus gewesen. Warum, weiß ich nicht ganz genau, muss ich nochmal mit ihm sprechen gleich. Aber für mich war es natürlich super, weil ich hatte einen großen Vorsprung dadurch, den er wieder aufholen musste. Und aus der Position spielt man halt gerne einen vierten Satz, der dann entscheidend sein kann. Herzliche Gratulation und viel Erfolg beim Coachen. Danke, Jens. Ja, wir werden das nächste Spiel haben. Und zwar sind die beiden bereits auf dem Court. Das wäre der Benjamin Fischer für Pilatus Kriens und der Davide Bianchetti für Vaduz. Benjamin Fischer haben wir letzte Woche schon gesehen in einem Spiel. Ihn müssen wir, glaube ich, nicht mehr so vorstellen, wie wir auch schon haben. Er ist Nummer 5 von der Schweiz. Immer ein gefährlicher Spieler, lebendiger Spieler. Sehr, ja. Hat ja letzte Woche seine erste Niederlage im Interclub-Wettbewerb müssen hinnehmen gegen den Manu Wanner. Ja, und hat heute eine sehr interessante, unterhaltsame, aber auch schwierige Aufgabe mit dem Davide Bianchetti. Kommen wir zu dem Davide Bianchetti. Ja, fast schon eine lebte Legende im Scoresport. Als Profi sehr erfolgreich, sehr lange unterwegs gewesen, mittlerweile zurückgetreten, spielt nur noch Liga. Zu seinen besten Zeiten war er 24 von der Welt gewesen, hat jensten Erfolg national, aber vor allem auch international können feiern. Hat insgesamt 12 Titel auf der professionellen PSA-Tour im Squash können für sich entscheiden und gewinnen. Ist mehrfach italienischer Meister und lang das Nummer 1 aus Italien gewesen. Ja, erwähnenswert in seiner Vita vielleicht auch noch ein Erfolg an der Weltmeisterschaft 2003 in Pakistan, wo er eine andere Legende
der Peter Nickel hat können, bezwingen und ins Viertelfinale vorgestoßen ist. Also man hört da schon raus, ein Mann, der für Squash gelebt hat und Squash lebt und sehr viel auch Erfahrung mitbringt. Vom Stil her werden wir jetzt auch sehen, ganz anders wie das Spiel, das wir jetzt voran hatten. Er lebt und er erreicht eigentlich Bälle, die andere gar nicht mehr erreichen. Vor allem in der Art, wie er das macht. Ja, er hat sehr einen nonchalanten Spielstil. Es sieht sehr locker aus, aber ist unheimlich effektiv. Und bei ihm, wir werden es vielleicht heute auch noch sehen, sind ja Genie und Wahnsinn teils nach benannt. Der Wahnsinn hat ihn ja auch schon legendär gemacht. Du hast mir vorher eine Anekdote erzählt, dass er also an einer Weltmeisterschaft, die sehr unüblich ist, so am Schiedsrichter an Karren gefahren ist, dass er disqualifiziert wurde. Ja, man stellt sich das vor. Also, Bianchetti ist bekannt dafür, dass er sein Herz auf der Zunge trägt, auch während des Spiels. Und wenn er nicht einverstanden ist mit der Entscheidung, und das soll ab und zu vorkommen, dann tut er das auch entsprechend amix kund. Und ja, es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, es hat eine Weltmeisterschaft gegeben, vor noch nicht allzu langer Zeit, wo er noch aktiv war. Eine von seinen letzten Weltmeisterschaften, die er gespielt hat. Erste Runde gegen den Saurav Gosal aus Indien. Interessantes Spiel, ausgeglichen. Und ja, nach dem zweiten Satz hat der Schiedsrichter gesagt, jetzt lange. Zuerst den Satz. Da braucht es aber relativ viel. Gegner gegeben und ihn dann disqualifiziert. Da braucht es sehr viel, ja. Also es war nicht nur diskutieren gewesen. Ich nehme es nicht an. Also, ich glaube, man kann den Begriff diskutieren ein bisschen dehnen, aber das passt dann glaube ich nicht mehr rein. Ja, wir sind gespannt. Die beiden sind jetzt noch am Einspielen. Ja, wir werden sehen, ob es diese Diskussion heute auch gibt oder ob er nach dem Rücktritt auch den Biss und sagen wir mal die Freude am Diskutieren mit dem Schiedsrichter ein bisschen verloren hat oder nicht. Jetzt machen sie noch aus, wer den Aufschlag wird haben. Kommen wir noch mal ganz kurz vom Feld. Das ist der Squashball für einen Glascourt, der in Weiß gehalten ist, damit er einen besseren Kontrast hat. Was gibt es zum Ball zu sagen? Ja, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, dass man den Kontrast auf dem Glascourt mit einem weißen Ball hervorheben. Mit Schwarz sieht man es nicht ganz so gut. Sonst kann man sagen, dass der Ball genau gleich sich verhält wie der klassische Profiball in Schwarz mit den zwei gelben Punkten. Nicht gross anders springt. Wieso hat er zwei gelbe Punkte? Kannst du mir mal das noch erklären? Also jetzt früher, der im normalen Court? Ja, man hat früher mit einem gelben Punkt gespielt. Und dann hat es einen Schluss gegeben, dass man einen Ball kreiert, der nochmal ein bisschen weniger springt. Und dann sogenannte Double Dot ins Leben gerufen. Und der gibt es jetzt auch schon einige Jahre und ist eigentlich Standard auf der Tour. Die Hobbyspieler wissen das vielleicht. Es gibt auch noch andere Farben, die aber in der Profi-Region nie gespielt werden. Zum Beispiel der rote Ball, der sehr selten eigentlich zum Einsatz kommt. Und dann der blaue Ball, der wirklich für Anfänger, der am stärksten springt. Das geht schon fast Richtung Minigolf. Die haben auch so viel Bälle. Und verschiedene Farben. Wir kommen jetzt aber nicht Minigolf, sondern freuen uns auf den Satz, respektive Match, der in dem Moment eröffnet wird von Benny Fischer. Benny Fischer in Schwarz für Pilatus Kriens. Davide Bianchetti im weißen Shirt für Vaduz. Da schon der Rhythmus, der Spielrhythmus ein bisschen langsamer als was wir vorher gesehen haben. Aber sicher genauso präzise. Durch das sehr wahrscheinlich eben genau, auch ein bisschen präziser. Ja, durchaus möglich. In der Regel ist es ja einfacher. Ah, oh, schön gemacht, Benny Fischer. Haltet. Spürt in seinem Rücken, wie der Bianchetti einen Schritt macht und schickt
der Ball noch in die andere Richtung. Kann da bereits einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Im Squash heisst es ja nicht immer einfach nur voll draufhauen. Nein, überhaupt nicht. Das ist meistens nicht die beste Lösung. Kostet erstens sehr viel Kraft. Und kann zweitens auch eine Art doppelte Bestrafung sein. Eben Kraftverlust auf die eine Seite. Und wenn der Ball dann unpräzise kommt, wird man gerade nochmal mit einem Zusatzlaufaufwand bestraft, wenn der Gegner entsprechend kann agieren. Also Präzision immer vor Krafteinsatz zu werten. Benny Fischer, der jetzt ein paar Mal hinter sich muss greifen, um in diesem Ballwechsel zu bleiben. Das gelingt ihm aber. Zurück zum Basisspiel auf der Rückhand, das sogenannte Longline-Spiel. Sehr kontrolliert von beiden Spielern bis jetzt. Oh, schöner Angriff von Bianchetti. Und da haben wir jetzt gesehen, was Präzision ausmacht. Der Ball nicht wahnsinnig kurz, eigentlich erlaufbar für den Benny Fischer, aber so präzise an der Wand, dass er mit dem Schläger keine Chance hat, den Ball wieder zurückzuspielen. 2-2. Wir haben eigentlich noch gar nicht gesagt, wer siehst du in der Favoritenrolle in diesem Spiel? Ja, Blick in die Statistik hilft mir da. Die beiden haben ein paar Mal gespielt in letzter Zeit. Wenn man die letzten drei Spiele anschaut, dann ist es Head-to-Head ein 2-1 für den Bianchetti. Also doch, der Fischer hat auch einen gewonnen. Ja, Fischer hat das letzte Aufeinandertreffen mit 1-3 verloren. Das war im Oktober 15 gewesen. Hat aber im Januar 15 13-0 gewonnen. Und im November 14 nochmal mit 1-3 den Kürzer gezogen. Also er hat durchaus Chancen heute. Die Spiele sind doch relativ jetzt ein Zeitli her. Ja, muss man dazu sagen, Bianchetti, wie gesagt, sicher im Herbst seiner Karriere, hat ja den Rücktritt vom Profisport bereits bekannt gegeben und spielt jetzt noch in verschiedenen Ligen, unter anderem in der Schweizer Liga, ist aber auch in Italien und in der Bundesliga im Einsatz. Von dem ja, her, wenn man das Alter noch anspricht und vergleicht, Benny Fischer mit 28, im besten Alter eigentlich. Im besten Alter, die Bianchetti mit 39. Immer noch im guten Alter. Sicher auch im guten Alter, aber von der Physis her wahrscheinlich nicht mehr ganz so fit wie der Fischer. Wobei, ja, wir werden es sehen, wie sich der Match entwickelt. Je länger, je mehr natürlich den Vorteil wahrscheinlich auf Seite des Fischers zu suchen. Wobei der Fischer ja auch nicht mehr so professionell trainiert, wie er auch schon hat. Und der Bianchetti, ja, das eigentlich, so, dadurch, dass er ja Coach ist, doch immer noch relativ viele Stunden im Court ist. Ja, das ist so, ja. Seine Erfahrung, die er auch mitbringt, die natürlich ein Stück weit Fitness und vielleicht Schnellkräftigkeit kann kompensieren. Das ist genau das Spiel, das Bianchetti aufziehen will. Dominant aus der Mitte vom Platz den Ball verteilen. Der Gegner soll schaffen. Also würdest du Benny Fischer eigentlich eher empfehlen, mehr aufs Tempo zu drücken? Ja, nur wenn er die Präzision kann halten kann. Je nachdem, wie fit er sich fühlt. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn ich das Tempo verschärfe und extra investiere, kostet mich das auch mehr Kraft, als wenn ich ein tieferes Tempo mitgehe. 4-2. Jetzt doch 4 Punkte hintereinander für den Vaduzer-Spieler. Ja, und Vaduz natürlich angewiesen darauf, dass der Bianchetti da einen Sieg kann einfahren kann. Wir haben ja bislang ein ausgeglichenes Score von 1-1 in dem Match. Und auch die Sätze deutet auf einen ausgeglichene Partie hin, darum kann ich mir vorstellen, dass Vaduzer da schon einen Sieg verbucht haben, respektive eingeplant haben. Und da sieht man sehr schön, wie der Bianchetti ein konservatives Spiel pflegt. Der Ballwechsel sauber aufzieht, wenig Risiken eingeht. Da, Benny Fischer probiert zu verwischen. Der allerdings reagiert sehr gut. Bleibt im Ballwechsel drin.
Ja, der Getty nimmt immer das Tempo wieder raus. Ja, und was man jetzt ein paar Mal gesehen hat, typisch für ihn, wie er auf der Rückhand seine Longlines spielt und immer wieder mal einen Stoppball einstreut, was eher unkonventionell ist, weil es mit Risiko verbunden ist. Aber er macht das, indem er nicht das Risiko erhöht und kurz geht, sondern einfach den Ball tight an der Wand spielt. So, und durch das, dass er den Ball so präzise an der Wand probiert zu platzieren, hat er natürlich viel Spielraum, weil es ist nicht mehr dann so entscheidend, wie weit der Ball dann hinterkommt. Bianchetti war ja jetzt auch lange verletzt in der letzten Saison. Ja, von dort her. Ist sicher auch ein Punkt, den man muss mit einbeziehen muss, wobei seine Postur und vom Körper her wahrscheinlich das noch günstiger kann wegstecken oder einfacher kann wegstecken als vielleicht zum Beispiel Jens Schor, den wir vorher gesehen haben. Aber ist sicher ein Punkt. Er braucht sicher Zeit, er braucht, bis er wieder auf die. Das Niveau gekommen ist, das er jetzt hat. 8-3. Und spielt bislang sehr souverän. Hat er den Ball noch. Ah, jetzt nicht eine wahnsinnig gute Entscheidung von Fischer. Gibt da den Vorteil wieder Preis und muss sich jetzt wieder aufs Grundspiel verlagern. Ah, schöne Länge von Bianchetti, weil das ist da wirklich perfekt ausgespielt mit der ganzen Erfahrung. Auch kein Lade. Problem, hat nochmal ein zweites, drittes Mal den Ballwechsel müssen zu gewinnen oder wenn der Fischer sich wehrt. Jetzt aber unter Druck. Schön gemacht vom Fischer. Aber halten will. Und wir gehen zurück ins Grundspiel. Ja, schon fast ein poetisches Spiel. Immer wieder eine Tempoverschärfung und dann. 4-8. Also liebe Zuschauer, wenn Sie mal wieder in den Squash-Court gehen wollen, es hat überall, nehmen Sie sich als Beispiel am Spieler Bianchetti, so locker sollte es eigentlich aussehen. Ja, und wenn Sie finden, ja, ich will das wieder probieren oder auch mal probieren, dann gehen Sie doch auf www.squash.ch, dort finden Sie ein Verzeichnis von sämtlichen Center in der Schweiz, wo man kann squashen. Der Ball jetzt tief von Benny Fischer. Zum 9-4. Ah, schön gemacht. Klassische Kombination. Erwartet der Cross-Lob. Ist bereit, schickt den Spieler dann über das ganze Kreuz, über die Diagonale vom Platz und macht den Punkt. Peitsch spielen mit viel Gefühl. Und das gibt es. Ballan. Punkt für Benjamin Fischer. Ja. Nein, jetzt gibt es Ballan für Bianchetti. Entschuldigung. Und das sind 5 Satz. Ich war am falschen Ecke, ja. 10-5. Ja, beide Spieler mit sehr viel Gefühl. Oh, das einmal mehr. Benny Fischer kann verkürzen. Immer noch 4 Satzbälle. Ja, man sieht wirklich beide Spieler schon fast. Oh, der war zu hoch. Streichelt den Ball. Schiedsrichter gibt den Ball aus. Bianchetti ist nicht einverstanden.
Beni sagt, oh, das war deutlich am Aus. Drei Satzbälle verbleiben für den Bianchetti. Oh, schön gemacht vom Fischer. Bianchetti muss zeigen, dass er noch schnellkräftig unterwegs ist. Kann sich da retten. Oh, der geht tief. Rahmenball da für den Fischer. Da hat sich der Einsatz von Bianchetti gelohnt. Und da hat man gesehen, das ist wie ein Abtasten von beiden Spielern. Man tut doch in den Ball spielen und plötzlich gibt es eine Explosion und das Tempo wird schlagartig für zwei, drei Schlagabtausch verschärft und dann geht es wieder zurück. Sehr interessant, sehr ein abwechslungsreiches Spiel durch das. 7 zu 11, der erste Satz also für Vaduz. Ja, wir sehen jetzt da genau die Konstellation. Bianchetti sogar mit zwei Coaches. Sieht aber noch relativ frisch aus. Es sieht relativ locker aus. Ja. Ich glaube, da ist so quasi richtig. Kollegen, was machen wir denn noch? Nein, kann sicher zufrieden sein mit dem ersten Satz. Muss jetzt natürlich aufpassen, dass er das so durchziehen kann. Benny Fischer brandgefährlich und hat in der Vergangenheit auch schon Erfolg können feiern gegen den David Bianchetti. Darum der Bianchetti ist also sicher, vorgewarnt. Sicher vorgewarnt, genau. Ja, wir haben es... Oh, ich sehe von da aus schon, dass das Schiri sieht interessant aus. Wir haben gerade das Resultat bekommen vom vierten Spiel. Da ist eine Überraschung passiert. Der Jüngste in der Mannschaft von Vaduz, der David Meier. Notabene mit seiner Premiere heute. 15. Gönnt gegen den Livio Gattinazzi. Das Nummer 53 von der Schweiz und der David Meyer, Nummer 82 von der Schweiz, gewinnt in 5 Sätze. Und der letzte Satz, der 5. Satz mit 13 zu 15, das gibt wieder einen Vorteil für Vaduz. Ja, selbstverständlich. Weil das Spiel hätte eigentlich müssen an Pilatus Kriens gehen. Vom Ranking her, ja, und von der Rollenverteilung hätte ich da jetzt eher Pilatus favorisiert. Wir werden sehen, was das am Schluss für eine Bedeutung hat. In dem Moment eröffnet Bianchetti den zweiten Satz von den beiden Nummer 2. Ja, und ich sehe gerade da, Livio Gattinazzi hat 2 zu 0 geführt und der David Meier in einer ersten Nazi-A-Interclub-Begegnung kehrt einen 2-0 Rückstand. Chapeau. Der David Meier mit Herzblut und durch ein Co-Spieler, ja, so wie wir ihn in der Juniorenzeit schon erlebt haben. Fantastisches Resultat. David Meier hat ja schon einige Erfolge können feiern auf Juniorenstufe. Sein Bruder, der ja auch das Co spielt und jetzt verletzt ist, wird also würdig, mehr als würdig von seinem Bruder vertreten. Er hat schon mehrere Podestplätze an Junioren-Schweizer Meisterschaften können erringen. Ist zum Beispiel auch 2014 Sieger geworden in der Herrenkategorie, in der Herren C. Also sicher eine Kraft, die wir in Zukunft damit rechnen dürfen. Gratulation an dieser Stelle für das erfolgreiche erste Bestreiten von seinem Nazi-A-Match. Wir haben jetzt gesagt, es ist sein allererstes Nazi-A-Spiel, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat letztes Jahr auch schon mal einen Einsatz gehabt. Es ist zumindest sein erstes in diesem Jahr. Möglich, dass er schon mal gespielt hat, richtig, aber in diesem Jahr. Und sicher noch nie so einen Match können kehren, wo er wahrscheinlich für sein Team wo wahrscheinlich nicht. Wird so immens wichtig sein. Wir sind zurück auf dem Center Court. Der David Bianchetti führt bereits wieder 2 zu 1. Die nimmt sich da den Platz, aber Benny Fischer wehrt sich sehr gut. Uff, hat der Ball noch. Und das wird. Seite. Das. Es lädt geben, aber. Schiedsrichter ermahnt den Fischer, er soll doch den Ball besser freigeben. Wenn er das nicht macht, dann riskiert er das Balance-Kassieren. Weil als schlagender Spieler, also als der Spieler, der den Ball noch geschlagen hat, bin ich auch verpflichtet,
Platz zu machen. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich bestraft werden. Mit einem Punkt. Mit einem Punkt, ja. Ach, Bianchetti in seiner unnachahmlichen Art. Nonchalant hebt er den Schläger an, streichelt den Seitenwand entlang und schlägt den Winner. Ja, nach wie vor beide Spieler bedacht darauf, möglichst präzise, möglichst diszipliniert zu spielen. Benny Fischer holt den Ball noch, das Feld jetzt aber offen. Bianchetti entscheidet sich für den Longline. Geht nochmal auf seine Rückhand. Kann sich da wieder ein bisschen befreien. Das ist streng für den Benny Fischer und das war einer zu viel. Da ist einer. 4 zu 1. Ah, fantastisch. Von Bianchetti und Fischer, aber mirakulös, wie er den Ball noch rettet. Und der Ball aber tot hinten. Ein weiterer Punkt fürs Konto von Bianchetti, der sich auch in diesem Satz immer mehr füllt. Trifft das Nick auf der Seite. Kann gleich wieder angreifen. Ja, Benny Fischer hat Mühe, in dieser Spielphase einen Zugriff zu bekommen auf den Gegner, aber auch einen da Zugriff. Jetzt und Einstieg ins Spiel. Eigenfehler von Benny Fischer. Spielstand 1 zu, also aus Sicht von Davide Bianchetti 6 zu 1. Sieben zu eins. Jetzt Chance für den Benny Fischer. Und wie kurz. Der Ball kommt aber nicht mehr. Nein. Aber was für eine Reaktion, dass das war. Ja. Fischer mit allen Vorteilen, Bianchetti rötelt, rötelt richtig, steht perfekt dort. Keine Chance nachher für den Fischer, da nochmal zurückzukommen. Das ist natürlich doppelt bitter für den Fischer, wenn er sonst schon Herzbrot muss beißen. Und er spielt die eigentlich mit, aber es ist 8 zu 1. Ja. Sie erinnern so, dass man das Gefühl hat. Und dann eben, wenn dann der Gegner anfängt, so Ecke zu rötlen, dann das. Benny Fischer ist da wieder und ach, fantastisch zu gespielt von Bianchetti. Brutal in dieser Phase. Eigentlich das Resultat ist brutaler, wie das Spiel selber aussieht. Ja, es ist in jedem Ballwechsel halt ein bisschen ein Mühe stärker. Mehr Abgeklärtheit, mehr Druck, den Bianchetti aufbauen kann. Und das schlägt sich dann halt in der Konsequenz derart deutlich nieder. Jetzt doch ein Eigenfehler von Davide Bianchetti. Der ist tief. Dann mit 8 Satzball. Patrick Fischer probiert nochmal alles. Schön wieder abgeschlossen. Eigentlich gut im Spiel und wieder so abgeschlossen. Klasse für sich.
Die beiden Spieler gehen in die Pause, so wir auch. Ja, wir sind wieder zurück in der Squash Arena in Uster. Zum dritten Satz in der Begegnung von Benjamin Fischer gegen den Davide Bianchetti. Was ist deine Analyse von den ersten beiden Sätzen? Ja, schwierig. Also aus Sicht von Bianchetti alles gut gewesen, alles in Reihe und Glied. So muss es weitergehen, muss eigentlich genauso weiterspielen, dann hat er es im Sack. Relativ klar und auch, haben wir das Gefühl, mit wenig Aufwand und Verschleiß, wenn man so sagen, zu dem 2-0 Vorsprung kommen. Auf der anderen Seite Benny Fischer, der nach wie vor meines Erachtens einfach nicht Zugriff hat auf den Gegner. Sich ja, schwer tut im Ballwechsel, eigentlich nicht klasse unterlegen aussieht, wie du es auch schon festgestellt hast. Aber immer ein Mühe zu spät, ein Mühe zu wenig präzise ist irgendwie und durch das am Schluss brutal. Ein brutales Score muss ins Auge fassen. In dem Moment wird David Bianchetti den dritten Satz eröffnen. Und sicher versuchen, das Spiel heimzubringen, was Vaduz gleichzeitig würde Sieg sichern am heutigen Abend. Jetzt war für einmal ein schlechter Ball von Bianchetti, der aber dann aber mit dem Boost sich befreit. Und Benny Fischer, muss man an dieser Stelle sagen, wehrt sich natürlich hervorragend. Er läuft sehr viel Ball, er läuft ja gut. Bis jetzt schlecht belohnt worden für seinen Einsatz. Mal schauen, ob er das in diesem Durchgang in etwas Zählbares kann ummünzen kann. Ah, schöne Variation von Bianchetti und der Ball. Das sagt der Schiedsrichter, das sage ich zweimal gesehen. Habe ich auch so gesehen. Der Ball war also zweimal am Boden wie vorhin. Der Benny Fischer konnte schlagen. Genau, müssen wir vielleicht das noch Replay schauen. An dieser Stelle der Hinweis für Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab morgen können Sie das auf telez.ch. Unter Sport ist die ganze Begegnung online abrufbar. Benny Fischer geht da den Kontakt durch. Hat sich nicht auf ein Slat ein. Dreht sich da ein bisschen zu lang, der Ball kommt wieder zurück. Jetzt die Chance, sich zu befreien und Druck aufzubauen auf den Gegner. Wir sind aber wieder zurück im Basisspiel, im Grundspiel. Oh, oh, schön gemacht von Fischer. Schön, voll im Ball reingelaufen. Und ja, mit dem letzten Schwung, den er noch im Körper gehabt hat, kann er den Ball Longline hinter drücken. 2-2. Wagt ja, da etwas, Fischer. Der Benny Fischer? Muss natürlich jetzt da auch etwas investieren, das ist klar. Das Risiko wird sich erhöhen. Ja, da hat man gesehen, der Ball sehr lang kam, aber weil er so präzise war, das Risiko relativ gering. Oh, fantastischer Stoppball von Bianchetti. Hat man am Gesicht gerade angesehen von Benny Fischer, der kommt einfach nicht mehr. Schiedsrichter, der jetzt auch noch kurz auf Englisch umstellt. Bianchetti ja im Deutsch nicht ganz so fit unterwegs. Aber ich glaube, das Resultat, er weiß, dass er führt. Ah, schön gemacht. Von Bianchetti. Hat der Fischer da mehr laufen und auch jetzt wieder. Fischer im Ballwechsel bleiben, muss zum dritten Mal hintereinander in Extremis retten. Jetzt ein bisschen verschnaufen. Das wird den Ball geben, oder? Ja. Und was man kann sagen, als einzige Überraschung bislang in diesem Match, sicher am Umstand geschuldet, dass es bisher so ein klares Verdikt ist. Bianchetti und der Schiedsrichter haben noch keins Rencontre geführt. Die sind noch schön ruhig. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Da warten wir ja eigentlich auch nicht drauf. Ja, ich sage jetzt eigentlich gar nicht. Nein, nein, sag jetzt nichts. Ich sage nichts.
Aber du wärst ja dann wieder der Erste, wo wir sagen, das dürfen wir nicht. Ja, absolut. Nein, das ist absolut, das ist indiskutabel. Man kann da nicht mit Schiedsrichter genau. diskutieren. Das genau. haben wir nicht gesehen, hast du schon recht. Aber wer weiß, wenn der Benny Fischer jetzt würde probieren, Emotionen in das Spiel zu bringen, ich weiß es nicht. Wobei es müsste dann selbst schon ein bisschen ausgeglichener sein. Ja, das hat etwas. Schiedsrichter gibt das Let. Bianchetti sagt, ich kann nicht wirklich frei aufschlagen. Ich bin tief spielen. Ich habe Angst, dass ich meinen Gegner treffe. Der Ballwechsel wird darum wiederholt. Jetzt Fischer mit der Chance. Ja, fantastisch verwertet. Da sehen wir wieder, wie jetzt Quoscher wie ein zusätzliches paar Augen im Hinterkopf haben. Immer müsst auch ein Gespür dafür haben, wo sich der Gegner gerade befindet. Das ist 3 zu 4. Schöner Angriff von Fischer. Geti befreit sich einmal mehr. Fantastisch. Kehrt gerade sofort den Druck. Das allerdings. Eher ein schlechter Ball gewesen. Uff. Und in die gleiche Kategorie geht auch der Versuch von Benny Fischer. Was zum 5 zu 3 führt, für den Bianchetti. Souveräner weiterer Punkt von Bianchetti, der da mit grossen Schritt Richtung Matchball marschiert. Zum 7 zu 3. Oh, Bianchetti streckt sich, zeigt das auch noch. Noch nicht zum alten Eisen gehört. Das ist natürlich ein Ballwechsel, den der Fischer unbedingt gewinnen will. Aber wir sind wieder in der neutralen Bereich und Bianchetti ratet einmal mehr und liegt wieder richtig. Und da kann ich den Fischer schon verstehen, dass man so lange im Ball rein, mit dabei und dann... Das ist frustrierend. Für Benjamin Fischer. Ja. Oh, das darf man Bianchetti halt natürlich nicht so servieren. Sonst, und der natürlich mit 8-3 voraus kann sicher sagen, den versuchen wir noch. 9 zu 3. Ein weiterer Fehler. Matchball. 7 an der Zahl sogar. Der erste zu tief, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Aber ich glaube, wir können das Fazit bereits ein bisschen ziehen. Und festhalten, dass Bianchetti da zu einem relativ ungeförderten und souveränen Sieg kommen wird. Jetzt allerdings nochmal ein schöner Ball vom Fischer. Bianchetti fair sagt, der war zweimal gewesen. Kann er natürlich auch sagen, die 5 zu 10. Das stimmt. Das wird kein Slide geben. Er lässt ihn noch ein bisschen leben.
Ja, aber also, da müsste es schon mit ganz komischen Dingen zu und her gehen, wenn wir da nochmal ein spannendes Final von diesem Satz hätten erleben. Ja, Getty hat dermassen viele Möglichkeiten, Optionen immer wieder anzugreifen. Hat ja gut spekuliert heute, vielleicht, ja, das ist gar nicht nötig. Da bringt er ihn nicht mehr führen. Das wäre das Spiel gewesen. Davide Bianchetti gönnt das Spiel mit 3-0 in den Satz. Dominik, du gehst ins Interview. Wir sind gespannt, was der Benjamin Fischer wird sagen. Ja, liebe Zuschauer, wir haben zwei spannende Begegnungen gesehen. Im ersten Spiel hat der Patrick Miescher gegen den Jens Schor überraschend einen Satz gewonnen und hat trotzdem aber mit 3-1 verloren. Also ein Sieg für Vaduz. Im zweiten Spiel hat auch Vaduz können gewinnen. Der Benjamin Fischer verliert in klaren 3 Sätzen gegen den Davide Bianchetti. Und in den beiden Spielen, die wir nicht gesehen haben, ist ein Spiel an Kriens gegangen für den Lukas Burkhardt gegen den Michel Haug. Damit ein Sieg für Kriens. Und die Überraschung, eigentlich, die wir leider nicht im Fernsehen hatten, war der jüngste, der David Meyer, gönnt das 4. Spiel für Vaduz. Und damit hat Vaduz die Begegnung heute Abend gewonnen mit 3-1. Jetzt im Interview bereit der Benny Fischer. Ja, wie gewohnt, direkt nach dem Match Einschätzungen, keine Selbstverständlichkeit. Benny, herrschst du klar gewesen? Was sind deine ersten Eindrücke jetzt nach dem Match? Wieso ist es so schwierig gewesen, dass du heute Zugriff gehabt hast auf das Spiel von Bianchetti? Ja, es ist natürlich sehr enttäuschend, das 3-0. Also, ich habe mir auf jeden Fall mehr erhofft. Er hat extrem stark gespielt auf dem Platz. Er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Er ist ein alter Hase, er ist ein Ex-Top-Spieler. Und das habe ich heute auf jeden Fall gemerkt. Er war einfach genauer gewesen als ich in den 4 Ecken. Und durch das musste ich viel mehr laufen. Und das hat mir das Leben extrem schwierig gemacht. Man hat das Gefühl gehabt, dass während der Ballwechsel eigentlich nicht so eine deutliche Angelegenheit war. Es war ein Ausgleich gewesen. Du hast zwar mehr müssen arbeiten, aber doch irgendwie können mitheben. Am Schluss im Resultat ist es aber unglaublich eindeutig. Wie erklärst du das? Er hat es mir extrem schwierig gemacht, einen Punkt zu machen. Also er hat mir keine billigen Fehler gegeben. Einfach in der Kraft hat es mir am Schluss ein bisschen gefehlt, weil ich ein bisschen mehr müssen säckeln als er. In der Ballwechsel in selber hat er am Schluss einfach noch ein bisschen mehr Genauigkeit, noch ein bisschen mehr Führung gehabt, körperlich. Und durch das hat es mir auch viel mehr unerzwungene Fehler gegeben. Jetzt mit dieser Partie ist heute klar, dass der Sieg an Vaduz geht und die 3 Punkte könnt mitnehmen. Wenn man jetzt den Verlauf der bisherigen Saison anschaut und die Tabelle, sind ihr ja sehr gut gestartet. Eigentlich nur gewonnen, dann letzte Woche das erste Mal ein bisschen einen Dämpfer und heute nochmal eine Niederlage müssen kassieren. Ist das jetzt ein bisschen ein schlechter Trend, der sich da manifestiert, oder wie siehst du das? Ja, also man sieht, Auster tut uns nicht so gut. Jetzt haben wir 2 Mal dahin verloren. Aber also es ist natürlich auch so, dass unsere besten 2 Spieler, also der Paddy und ich, auf dem Platz nicht extrem viel Erfahrung haben. Wir gewöhnen uns immer noch daran, aber wir müssen lernen, auf dem Platz richtig gut zu spielen, weil da sind auch Playoffs und darum freuen wir uns immer wieder, wenn wir draufgehen können. Es fehlt uns dort noch ein bisschen. Zum anderen muss ich sagen, dass der Reiko Peter, unser Topspieler, natürlich auch verletzt ist im Moment. Aber bei ihm sieht es gut aus, dass er auf der Rückrunde wieder parat ist und nachher sind wir auch ein ganz anderes Team. Also ich bleibe trotzdem zuversichtlich. Und zudem muss ich auch sagen, dass Vitis extrem stark gekommen ist letzte Woche. Und jetzt Vaduz eigentlich wieder. Also, aber trotzdem, wir sind sehr positiv und wir freuen uns. Wir freuen uns auch noch auf viele weitere Auftritte und hoffen natürlich auch, da euch noch ein paar Mal live zu sehen aus Auster. Danke vielmals, Benni. Das also das Interview mit dem Benni Fischer hier im Court. Innen sehen wir die siegreiche Mannschaft. Nochmal. Ja, der Benny Fischer hat das ziemlich gut analysiert, sein Spiel. Ja, ist natürlich auch nicht so wahnsinnig viel, was er kann sagen. Es war eine klare Angelegenheit gewesen. Er ist heute ein klar besserer Spieler unterlegen. Und wie er es auch gesagt hat, die Präzision von Bianchetti war heute wirklich auf einem Niveau gewesen, wo der Fischer nicht dagegen nachkommen. Wir kommen zur Übersicht nochmal. Das ist das Verdikt von heute. Die beiden Matches, die wir gesehen haben, eindeutige Sache gewesen.
Lukas Burkhardt mit dem 3-1 gegen den Michael Haug. Und unsere grosse Überraschung? Der Youngster, der David Meyer, wo wahrscheinlich, ich darf das an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich die grösste, der grösste Teil beigesteuert hat zu dem Sieg von seinem Team am heutigen Abend mit dem 3-2 Sieg über den Livio Catenazzi. Notabene nach einem 2-0 Rückstand. Phänomenal. Und er hat auch einige Matchbälle abgewehrt. Ja, ich glaube, beide Spieler haben Matchbälle im 5. Satz. Fantastisch. Und 3 sehr wichtige Punkte für Vaduz. Wir werden nachher kurz auf die Tabelle sehen, was das noch bedeutet. Kommen wir vielleicht auf die Tabelle. Ja, für mich die zwei Sachen, wahrscheinlich das, was man heute mitnehmen kann. Die Überraschung auf dem 4. Der 2-0 Vorsprung, der nachher noch umgekehrt worden ist durch David Meyer. Und der eine Satz, den wir gesehen haben von Patrick Miescher, war eine Freude gewesen, zum Zuschauen. Wir sehen, Pilatus Kriens ist also auf seinem 3. Platz sitzen geblieben. Vaduz ist wohl immer noch 5. aber punktgleich mit dem 3-platzierten Pilatus Kriens, mit dem 4-platzierten Wittis und dem 5. jetzt Vaduz. Genau, ja, wie du sagst, das ist eine sehr interessante Ausgangslage nach Abschluss von dieser 6. Runde. Der 3-Klang, das Trio, das sich der Platz teilt, der 3. Platz, das wird interessant im Blick sein, nachher respektive mit Blick auf Playoffs, welche 2 Teams da können sich durchsetzen. Und ich glaube, auch Uster hat noch gewisse Ambitionen, oder wird sich noch gewisse Hoffnungen machen, aber es wird natürlich jetzt schwierig, dort mitzuheben. Auf der anderen Seite, Grabs bislang, man sieht das, 6-0-0. Verlustpunktlos und eindeutige klare Leader. Die Tabelle nimmt jetzt natürlich auch immer mehr Form an und Aussagekraft. Es haben langsam alle schon viel Spiel gehabt und schon starke und schwache Mannschaften gehabt. Richtig aussagekräftig wird sie dann vor allem natürlich nach Abschluss von der Hinrunde sein, wenn wirklich jeder gegen jeden mal gespielt hat. So, das wär's gewesen von heute Abend. Wir haben nächste Woche noch unsere nächste Begegnung. Das wäre dann Siltal gegen Grasshoppers. Was erwartet uns da? Ja, ich hoffe, dass Siltal mit ihrem Aushängeschild kommt. Ich weiss es nicht, wir werden es sehen, ob der Niki Müller wieder mal live zu bestaunen ist, da in Uster anlässlich von einer Indico-Begegnung. Komm jetzt noch schnell zwischendrin, wir haben jetzt gerade gesehen, der David Meyer vom Platz gekommen, der hat noch nicht genug gehabt, der hat noch ein bisschen spielen müssen, das an dieser Stelle. Er hätte wahrscheinlich auch gerne heute vor dem Fernseher gespielt. Oder das Match, hätten wir auch sehr gerne kommentiert, müssen wir ja ganz ehrlich definitiv sagen. An dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich Danke sagen unserem Produktionsteam. Am Ton war der Oliver Schwager, an der Grafik Nathalie Sommer, an der Kamera der Gian-Andrea Lüthi, und in der Regie der Nils Werner. Wie immer mit dabei der Dominik Penkhoff an meiner Seite. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, wir sehen uns nächste Woche wieder am Punkt 8, wenn es wieder heisst Live-Sport auf TeleZ. Dankeschön, guten Nachmittag.